Es war die beste Leistung, die der DHV in dieser Saison geboten hat. Der Trainer der Gäste, Erik Blacher, ging sogar noch eins weiter. Diese Mannschaft gehört in die eingleisige zweite Liga, sagte er nach dem Spiel. Für den DHV ging es um viel. Jedes Spiel der Dessau-Roßlauer wurde zum Endspiel um den Einzug in die eingleisige zweite Liga erklärt. Gegen Edewech jedoch geriet der DHV zunächst in Rückstand. Der VfL wollte unbedingt Auswärtspunkten, entsprechend motiviert gegen die Gäste zu Werke. Den ersten Treffer für die Beavers markierte Neuzugang Nikolas Stribatz, der sich in seiner neuen Heimat offenbar immer besser zurechtfindet. Als Rudo mit seinem 7 Meter zum Anschluss und zum 124. Mal für den DHV traf, war die Mannschaft von Trainer Peter Püsal im Spiel angekommen. Mehr noch, Flödel, Lux und Hedrich besorgten die viel umjubelte Führung zum 5:3. Eine Führung, die der DHV nicht mehr aus der Hand geben sollte. Vor allem Robert Lux blühte auf, setzte die gegnerische Abwehr immer wieder unter Druck und, was wirklich überraschte, nahezu jeder Angriff wurde verwandelt. Als dann nach gut einem gespielten Drittel auch noch die Nummer 6 das Parkett betrat, hielt es kaum noch jemanden der rund 1100 Zuschauer auf den Sitzen. Armands Uschins präsentierte sich in altbekannter Manier, egal ob im Angriff oder hinten in der Abwehr. Mit 18:11 ging es in die Kabinen. 7 Tore Vorsprung hatte sich der DHV erarbeitet. Allen voran der Kapitän Patrick Hedrich, der den zweiten Durchgang eröffnete und danach für 2 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste. Doch auch in Unterzahl blieben die Hausherren gefährlich. Die Gäste zeigten Nerven. Nicht nur, dass der DHV seinen Vorsprung auf zwischenzeitlich 10 Tore ausbauen konnte, auch die rote Karte für Tobias Weihrauch dürfte weitere Konsequenzen haben. Doch da war das Spiel längst entschieden. Dessau-Roßlaus Trainer Peter Püsal hatte bereits durchgewechselt und Edewecht mit dem Spiel abgeschlossen. Im Gesamtpaket war das heute, denke ich mal, die souveränste Heimvorstellung gegen Gegner, der hier versucht hat, alles zu geben, alles zu punkten, Punkte mitzunehmen. Wir haben dagegen gehalten und deshalb nochmal Kompliment an die Mannschaft und ich denke mal auch Nikolas Stribatz, sich immer besser und wohler fühlt. Alles okay gewesen. Wir scheinen relativ viel richtig gemacht zu haben, sonst hätten wir nicht gewonnen. Ist ja auch in der Höhe. Bin trotzdem mit der Abwehr teilweise noch ein bisschen unzufrieden, dass wir erstens so viele 7 Meter bekommen haben. Es sind 11 oder 12 Stück, war es im Spiel, glaube ich, so, ja. Teilweise hätten wir in der Abwehr noch ein bisschen aggressiver auf die Leute rausgehen müssen. Oder dass wir, weil 29 Tore ist doch ein bisschen viel. Mit dem Angriff bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wir haben eine Wahnsinnsquote, treffen, glaube ich, fast jeden Ball. Und nur mit der Abwehr bin ich ein bisschen unzufrieden von einigen. Aber sonst war es ein sehr gutes Spiel für uns. Die Mannschaft des DHV ließ sich feiern und das zu Recht. Mit dieser Leistung kann kommen, wer will. Nun muss auch mal auswärts gepunktet werden.